Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wie ihr es vielleicht schon unten rechts sehen könnt, ist bereits der erste Patch für die Season 12 geplant. Die Server müssen, glaube ich, um 10 Uhr dafür heute down gehen für den Patch 12.10. Das heißt, es wird auch ein etwas größerer Patch. Wäre es ja nur so ein kleiner Content-Patch, wäre es ja wahrscheinlich dann die Version 12.0.1 bzw. 12.01. Jetzt ist aber eine ganze hintere Versionsnummer dazu. Das heißt, wir können wahrscheinlich auch alle 2 Wochen wieder große Updates erwarten, so wie früher. Das Ganze auch wieder dienstags, was ich eigentlich auch ganz cool finde, so ein bisschen früher in der Woche. Nicht so wie zwischendurch, wo es dann eben halt immer Mittwoch kam. Ich finde Dienstag einfach etwas entspannter. Ich hoffe, dass bald nie so bei ist wieder alles wie früher. Und ich würde sagen, schauen wir uns jetzt den Itemshop an. Heute haben wir den Astra-Skin zum einen. Da kann man einmal zwischen dem Standard- und dem Sternstil wechseln. Hier ist ja im Prinzip so einmal mit den ganzen Sternbildern etwas weiter herausgezoomt. Und hier sieht man eben halt die Sterne sozusagen etwas näher, auch wenn Sterne natürlich eigentlich nicht solche Formen haben. Dazu gibt es dann die Sternbild-Lackierung, ist animiert. Hier geht einfach immer das so ein bisschen rüber. Dann haben wir als nächstes den Rennfieber-Skin. Hier kann man einmal mit Helm und ohne Helm den Skin haben. Und wenn euch natürlich solche Videos gefallen, würde ich mich riesig über Abo freuen. Und ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen. Würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen. Und im ersten Link unten in der Videobeschreibung kommt er zu meinem Twitch-Kanal. Dort werde ich, denke ich mal, vielleicht heute auch wieder streamen, 1-2 Stündchen. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, ist natürlich ein Follow kostenlos da. Würde mich auf jeden Fall, wie gesagt, extrem freuen. Dann haben wir auf jeden Fall als nächstes den Überholer. Einmal wieder mit Helm und ohne Helm. Als nächstes den Weißbügleiter. Und dann das gleiche wahrscheinlich wieder in Rot. Nämlich den Wirbelwind. Dann haben wir als nächstes den Krypto-Skin mit der Enigma-Lackierung. Dann haben wir den Cloaked Star. War schon relativ lange, glaube ich, nicht mehr im Shop. Dann haben wir noch die Sturmtrooperin, den unendlichen Depp, die beschlagene Hacke, den Tanzspagat-Emote, und dann heute neu den Poo-Emote. Das war es auf jeden Fall mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.